Hallo und herzlich willkommen zu Ocean's Heart. Ein Spiel, das sehr an Zelda erinnert. Und das sieht auch sehr schön aus. Oh, es geht direkt los. Hey. Seine Schwester Lindin hat die Bücher gelesen, die sie von Hasel ausgeborgt hatte. Sie will lernen, wie man Gerste und Hopfen anbaut. Will sie Bier brauen? Interagiere mit Hilfe der Leertaste mit der Welt. Mach ich gerade. Na, rolle ich. Oh, steht da. Dein Papa hat versucht, die Buchhaltung für die Taverne zu machen. Überall liegen Zettel und Kritzeleien herum. Oh. Nice, man hat sogar die Sounds, wenn man in der Treppe... Tilia, stell dir vor, die Reiher, die uns am Steg genervt haben, sind weitergezogen. Guten Morgen, Papa. Sind wir... eine Frau? Ich weine ihnen keine Träne nach. Die waren eine Plage. Du, wenn du heute etwas Zeit hast, läufst du bitte den Hügel hinauf und holst eine Flasche. Whisky aus der Geheimlagerhöhle. Nuss hat im letzten Monat keine einzige ordentliche Fang eingeholt und ich möchte ihm etwas helfen. Kein Problem, Papa. Danke, kleine Möwe. Die Höhle ist im Norden der Insel. Mach dir eine Notiz in deinem Aufgabenbuch, damit du es nicht vergisst. Okay. Wir reden noch kurz mit Mama. Ja, Schwester. Hey, das ist ja meine kleine Schwester. Ich dachte, du würdest gar nicht mehr aufwachen. Du warst ja so lange im Bett. Das ist echt unsere Schwester, so wie sie echt. Eine Mädel. Ich dachte, du wirst eifrig damit beschäftigt, Verantwortung zu zeigen und herauszufinden, wie wir unsere Taverne besser führen können. Haha, ja. Das war ich auch. Du und dein neues Bier macht sich echt gut. Auch du leistest hier einen ordentlichen Beitrag. Naja, Hazel hat beim Brauen schon ziemlich geholfen. Ich war besser darin, die Monster abzuwehren, die uns beim Sammeln der Zutaten angegriffen haben. Du kannst zwar besser kämpfen als Braun, aber ich freue mich, dass wir drei so gut zusammenarbeiten. Kannst du das Geschirr spülen? Oh nein, ich muss zur geheimen Lagerhöhle gehen und das für Papa holen. Wird das den ganzen Tag dauern? Wer weiß. Aber ganz bestimmt werde ich keine Zeit haben, um mich um das Geschirr zu kümmern. Ja, so leicht geht das. Drücke D, um Level D zu öffnen. Du kannst nach links und rechts. Dann drücken wir mal D. Whisky für Nussa, Kalksteininsel. Nebenaufgaben, Karte, Speichern, Rüstungslevel. Ich mache hier mal kurz ein bisschen runter, da kann ich nämlich in OBS wieder ein bisschen lauter machen. So. Okay. Gab's hier noch was? Nee. Wunderbar. Haben wir eine Karte irgendwo? M? Nee. Oh. Nussa, der Freund deines Papas, hat in letzter Zeit kein Glück. Finde eine Flasche Whisky in deinem Versteck, das versteckt im Norden der Insel. Na dann bewegen wir uns mal hier zum Norden der Insel. Für die Sachen mitnehmen. Oh. Ich glaube, man merkt sehr die Inspiration von den alten Zelda-Spielen. Papa hat gemeint, dass hier der Whisky sein sollte, aber wie ist er an diesem Strauch vorbeigekommen? Ich sollte ihn einfach mit. Oh hey, habe ich mein Schwert gestern Abend bei Hazel vergessen? Ich sollte sie suchen. Nebenaufgabe. Wo ist Hazel? Wer ist Hazel? Warum ist Hazel? Bist du Hazel? Oh, Tatsache. Tilia, ich war schon verstanden in der Taverne. Bist du gerade erst aufgewacht? Ich habe etwas für dich. Du hast dein Schwert. Dein Vater hat es dir vor langer Zeit geschenkt, als du meintest, du wolltest deine Insel auch so verteidigen wie er. Drücke die Angriffstaste C, um es zu nutzen.
Du hast gestern Abend bei mir vergessen. Bringt dir dein Vater heute Tricks der freiwillige Flotte bei? Wie man ein Monster häutet? Nein, ich muss etwas für ihn erledigen. Eine Flasche Whisky aus der geheimen Lagerhöhle. Dann ist es ja gut, dass ich dir dein Schwert zurückgegeben habe. Auf dem Weg zur Höhle wächst ein großer Hexenhaselbusch. Wenn du ihn abholst, musst du seine Blüten einsammeln. Mit ihnen kann man Tränke und so herstellen. Vielleicht kannst du einen brauen, der dich morgens aufweckt, Telia. Oder ich brauche einen, mit dem du früher müde wirst und mich nicht die ganze Nacht wach hältst, damit ich dir beim Suchen von Mondpilzen helfe. Tagsüber findet man die nicht. Oh, meine Nase ist gerade am Abfacken. Wie dem auch sei, hol diesen Whisky. Aber wenn du damit fertig bist, könnten wir mit dem Boot deines Vaters rüber zur Fahrenstrandinsel fahren. Gerne, ich hole den Whisky und dann können wir sofort los. Huiuiui. Alter, die Form, die Technik, die Geschwindigkeit. Zack, 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 zack. Schade. Das hätte ich gerne abgehört. Hier alles auch alles wegmachen. Das wäre so schön. Du hast ein bisschen Hexenhaselblüte gefunden. Du hast eine Beere gefunden. Ist sie, um ein halbes Herz wiederherzustellen? Du kannst Heilgegenstände aus dem Menü benutzen. Oh, sind hier aber Monster. Was sind sie? Monstervögel. Ja. War das ein Erdbeben? Eine Explosion? Was? Bin ich froh, dass das nicht passiert ist, als ich auf der Brücke stand. Aber es klang, als wäre beim Eingang etwas eingestürzt. Naja, ich glaube, es gibt noch einen Ausgang, wenn ich tiefer hineingehe. What the fuck? Nutze dein Schwert, um Schalter wie diesen zu betätigen. Achso. Ich habe jetzt die Leertaste gedrückt. Vogel. Feinden auszucken. Weich. Okay, man kann auch einfach reinrollen. Was zum Fick? Als ob das einfach so hier ist. Ich wusste gar nicht, dass hier so weit hinten ein Schrein für die Göttin der See ist. Der ist bestimmt schon hunderte Jahre alt. Nett. Der Maus. Oh mein Gott. Natürlich versperrt ein riesiges Monster den Weg zum Ausgang. Tja, ich möchte der freiwilligen Flotte beitreten. Also gehört das auch. Lass mich um dieses garstige Dinge, um diese garstigen Dinge kümmere. Ich schaff das. Du schaffst das, Telia. Hier so ein komisches Monster ist das. Was? Was zum Fick? Hä? Als ob das einfach so normal für die ist. Kannst mal nicht vorspringen, hinunterspringen. Geh einfach drauf zu. Kletterwurzel. Au. Okay, ganze Insel geht einfach unter. Tilly, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich habe versucht, die Taverne mit Fässern zu blockieren, aber sie haben Bomben geworfen. Ich weiß nicht, warum sie hier waren, aber Papa ist losgelaufen, um gegen sie zu kämpfen. Das ist wohl seine Pflicht als Mitglied der Freiwilligen Flotte. Er ist unten am Steg. Telia, ich wusste, dass es dir gut geht. Immerhin hast du das Köpfchen deines Vaters gehabt. Mein Köpfchen. Ein ausgezeichnetes Köpfchen.
Papa, was passiert? Geht es allen gut? Piraten mit einer weißen Sanduhr auf ihrer Flagge griffen an. Sie haben die alte Ruine auf dem Berg geplündert. Die meisten von uns konnten fliehen. Das klingt nach einem Aber. Hazel war auf dem Berg, um Kräuter zu sammeln. Die Piraten haben sie in ein Fass geworfen und mit ihrer Beute den Berg hinuntergerollt. Sie haben Hazel entführt? Dann müssen wir unbedingt Hilfe holen. Tilia, ich bin die Hilfe. Ich bin ein Mitglied der Freiwilligenflotte. Es ist meine Pflicht, mich um diese Insel zu kümmern. Deine dann auch, wenn du dich uns eines Tages anschließt. Aber du verletzt uns doch nicht, oder? Du musst mir beibringen, wie man gegen Monster und Piraten kämpft. Und wie man die Taverne führt. Tut mir leid, kleine Möwe. Du schaffst das schon. Sie sind gerade weggesegelt. Es sollte höchstens eine Woche dauern, um sie einzuholen und Hazel zurückzubringen. Ich werde im Nu wieder zurück sein, kümmere dich einfach ein paar Tage mit Linde um die Taverne. 6 Monate später. Okay. Eine Woche. Also Delia, heute ist der große Tag. Ich habe mir selbst ein paar Monate lang gut zugesprochen. Sind Hazel und Papa bis heute nicht zurück, dann bringe ich sie selbst nach Hause. Und du ziehst bestimmt nicht los, weil du jeden Tag das Geschirr spülen musst, oder? Linde, wie du die Taverne seit dem Tag führst, an den Papa fortgegangen hast, ist inspirierend für alle. Aber egal, Nusser wartet auf mich. Er bringt dich also zum Hafen von Kitzkopf, um dort nach Hinweisen zu suchen. Die Piraten hatten eine weiße Sanduhr auf ihrer Flagge. Das muss für den Anfang reichen. Du wirst sie finden. Vergiss nicht zu schlafen. Übernachtest du in einer Herberge, wirst du geheilt. Aber du kannst auch hier schlafen. Weird. Du klingst wie Nusser. Mach dir keine Sorgen. Ich hab dich lieb, Linden. Ich habe dich auch lieb. Wir sehen uns, wenn du mit Papa und Hazel zurückkehrst. Bestimmt findest du Hinweise, wenn du an richtigen Stellen fragst. Aber komm mich ab und zu mal besuchen. Und jetzt husch, los mit dir. Wer bist du? Ken. Hey, Tilia, ich habe gehört, dass du aufbrichst, um Malvo und Hazel zu suchen. Ich meine, die sind beide stark, aber es ist schon viel Glück. Hey, wenn du hier so passiv-aggressiv bist, verschwinde aus meiner Taverne und trink mehr Wasser. Ich werde sie finden. Oh, tut mir leid, Tilia. Danke, dass du dich auf die Suche nach den beiden machst. Ja. 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 Warum kann ich nichts abschlachten? Will schlachten. Hallo, Nussa. Na, Tilly, hast du alles für die Reise bereit? Auch dein Schwert, das kann losgehen. Gehen wir. Du meinst, segeln wir? Genau, höchste Zeit, dass du Papa und Hazel zurückholen. Das ist der Hafen von Kitzkopf. Viele Schurken gibt es hier nicht, aber vielleicht hat jemand durch den Kormoran die Piraten gesehen. Danke, Nussa, ich bin bestimmt bald zurück. Bestimmt. Na gut, pass auf dich auf. Der durstige Kormoran ist im Nordwesten der Stadt. Denk daran, Ringe zu bauen, wenn du welche. Nussa, ich schaff das schon, danke. Okay, nimm diese Seekarte. Wenn du zurück nach Kalkstein segeln musst, ist sie bestimmt nützlich. Du willst ja nicht irgendwo stranden oder so. Nussa, schaff das wirklich, ja, danke. Das ist eine Seekarte von Kalkstein. Uiuiui, so viel Gerede mal an vom Spiel. Ich hatte gar nichts. Gib mir Loot. Lass die Kiste. Geh weg. Oh. Du hast 5 Kronen gefunden. Toll. Das hört sich schon so an wie nichts. Du hast nichts gefunden. Du hast Luft erhalten. Diese Truhe war leer. Oh, what the fuck? Hier wird eine Statue freigeboten, die so aussieht, als hätte sich jemand speziell als Karikatur für eine gierige Person gefertigt, um sie bei sich aufzustellen. Schade. Das ist eine Boutique für Raritäten aus der ganzen Welt. Wir kümmern uns um spezielle Kunden, die nun... Du hörst nicht dazu.
den sogar runterwerfen. Wo war das, wo wir hin mussten? Ist das hier Waffenladen? Mit 50 Kronen Korallenerz kann ich Schwert oder Bogen verbessern. Cool. Rüstung, das klingt toll. Oh. Hä? Wo musste ich hin? Hier? Verkäufer. Ja, ich möchte großartige Gegenstände. Mal verkaufen. Ja doch. Kaufen, gerne. Leider 4 Minuten halbe Schaden. Not bad. Brauche ich immer Korallenerz oder reicht noch 50 Kronen? Schade. Nussa! Hilfe, ich hab mich verlaufen, Nussa! Er ist weg. Oh, eine Kiste. Kronen. Another 20 crowns. Nice. Waffenverbesserung. I love it. So, jetzt aber. Jetzt kannst du mich nicht mehr wegschicken, Mr. Schmied. Wo bist du? Wo versteckst du dich vor mir? Da. Weg. Sieht immer noch gleich aus. Ich sehe nichts. Ich sehe. Ah, da Schwertschaden 2. Okay. Na super. Ich weiß echt gar nicht, wo ich hin muss. Hier? Okay, aber ich würde sagen, das war es jetzt mal kurz mit einem kleinen Einblick in das Spiel, weil ich habe gerade nicht so viel Zeit. Ich wollte nur kurz aufnehmen. Oh, was? Dann hoffe ich, euch hat das Spiel gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.